Heute der Karl Nehammer den Herrn Sunak, den englischen Premierminister, empfangen. Worum ging es in dem Gespräch? Es ging darum, was dem Herrn Nehammer ja ganz, ganz besonders wichtig ist, nämlich um die rasche Abschiebung illegaler Zuwanderer. Zumindest gibt er vor, dass ihm das bisher wichtig gewesen ist. Die Zahlen sagen natürlich etwas ganz anderes. Gerade in der Zeit der ÖVP-Verantwortung sind die illegalen Zahlen massiv angestiegen und man hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was man vorgibt zu tun. Das ist generell ein Grundproblem, das die österreichische Volkspartei hat. Interessant ist das Modell, für das man sich in England mittlerweile entschieden hat. Und zwar möchte man in England in Kooperation mit dem afrikanischen Staat Ruanda die illegalen Einwanderer dorthin verbringen, um dort dann auch die entsprechenden Asylverfahren abwickeln zu können. Warum ist das so spannend? Weil man natürlich jetzt schon erwartet, dass sich das gegen die EU-Menschenrechtscharta wendet und dass es hier entsprechende Gegenwehr geben wird. Interessant ist auch hier der Standpunkt der Engländer, die gesagt haben, nein, wir entscheiden das also auf nationaler Ebene, so wie wir das möchten und dass sie sagen, sie werden das auch über die nationalen Gerichte lösen. Zu fragen ist natürlich dann trotzdem, ob es dann so sein wird, dass diese Abschiebungen auch tatsächlich stattfinden. Denn eines hat ja der Herr Nehammer mit dem Herrn Sunak gemeinsam. Beide werden wohl nach der nächsten Wahl weder Bundeskanzler noch Premierminister sein. Und beide stehen linken Parteien gegenüber, die das natürlich sofort wieder rückgängig machen wollen. In Österreich haben wir aber die angenehme Situation, dass wir Freiheitliche momentan in den Umfragen die stärkste Partei sind und Herbert Kickl ganz klar gesagt hat, dass es hier eine No-Way-Politik geben wird. Und ich gehe auch davon aus, dass man hier den Willen des Volkes entsprechend umsetzt und auch Herbert Kickl mit einer Regierungsbildung beauftragt. Was noch interessant ist, und wie gesagt, ich habe es vorher bereits erwähnt, es ist schon spannend, wenn sich nationale Parlamente trotz Mitgliedschaft auch bei der EU-Menschenrechtscharta dazu entschließen, diese nicht mehr berücksichtigen zu wollen, dann ist das schon ein gewisses Statement und das zeigt auch, dass Dinge machbar sind, die von vornweg einmal nicht machbar scheinen. Es geht hier einfach nur um eine selbstbewusste Regierungspolitik und die wird es natürlich mit Herbert Kickl im entsprechenden Ausmaß auch geben. Das ist für mich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein positiver Zugang insofern, als dass wir ja jetzt auch das nächste Problem bereits an den Portas haben, nämlich den Pandemievertrag mit der WHO. Und auch da wäre für mich das analog anzuwenden, nämlich der Umstand, dass man hier nicht unbedingt internationale Vereinbarungen einhalten muss, wenn man es politisch aushält und wenn man auch die Unterstützung der Bevölkerung diesbezüglich hat, wovon ich auch in unserem Fall ausgehe. Was übrigens noch alles möglich ist, das haben wir in diesen Tagen auch in den Niederlanden gesehen. Da gibt es jetzt eine rechtskonservative Regierung, die also ganz, ganz klar auch für die Abschiebung von illegalen Einwanderern steht. Und hier wird auch ein eigenes Ausweisungsministerium unter Anführungszeichen entstehen. Das halte ich für einen großartigen Weg. Und auch das, glaube ich, sollten wir ein bisschen als Role Model nehmen. Nichts anderes hat Herbert Kickl auch der Bevölkerung versprochen. Nichts anderes wird er in diesem Zusammenhang auch einlösen. Also es tut sich einiges in Österreich und man sieht schon, wenn die Wahlen so unserer Sicht richtig ausgehen, dann werden auch die richtigen Maßnahmen gesetzt, dann wird die richtige Politik gemacht. Und das Gleiche muss man natürlich dann auch mit den Medien machen, mit dem ORF, der sich in den letzten Tagen wiederum nicht unbedingt positiv hervorgetan hat in der Berichterstattung, zum einen über Wahlen, zum anderen über politische Veränderungen in diversen europäischen Ländern. Also auch hier ist es ganz, ganz wichtig, eine entsprechende Objektivierung herbeizuführen. Und bis dahin möchte ich euch natürlich einladen, diesen Kanal zu abonnieren, denn wie schon mehrfach gesagt, gibt es hier auch fast täglich Informationen, nur im Gegensatz zu dem, was in den Mainstream-Medien passiert, natürlich unzensuriert.